Hallo, Sport beim Dickhoff. Wir basteln uns heute Jonglierbälle. Dazu brauchen wir Kochbeutelreis. Also ich habe hier so normalen Kochbeutelreis gekauft. Kann so billig sein, wie ihr nur wollt. Ist egal. Aber wichtig ist, da ist schon genau die richtige Menge an Reis drin, die wir brauchen, um diese Jonglierbälle zu basteln. Also wir nehmen den Kochbeutel, falten ihn einmal, so dass wir hier so eine Wurst haben. Ja, dann nehmen wir einen Luftballon, gehen dann mit den Fingern rein, richtig in den Luftballon rein, am besten drei Finger auf jeder Seite, ja, dann kann man den Kochbeutel nehmen und dann stülpen wir den Ballon über den Kochbeutel. Ups, das war nicht so einfach. Also, so mit dem Daumen vielleicht sogar rein. Kleiner Tipp, legt euch mal ein Kehrblech irgendwo zur Seite, falls es mal aufgeht. Da kommt schon so ein paar Reiskörner raus, habt ihr gesehen. Ist aber nicht schlimm. Wenn die einmal da drin sind, so, dann ist auch der Reis da drin. Dann kann man den vielleicht auch zumachen. Machen wir hier einen Knoten rein. Und zur Sicherheit, ups, der Knoten, da ist jetzt hier so ein Loch drin. Zur Sicherheit machen wir das Ganze nochmal. Nehmen wir noch einen anderen Ballon. Den nehmen wir jetzt doppelt. Doppelt. Auch da wieder. Drei Fingern rein. Drei Fingern. Jetzt nehmen wir hier den Ballon und stülpen den Ballon über den anderen Ballon. Dann haben wir das ganze Ding doppelt. Da kann eigentlich nichts mehr passieren. So, gesehen? So, dann haben wir hier einen super Ball. So, zum Jonglieren kann man diesen Ball so in der Hand schon mal so ein bisschen Probe werfen. Ja, dass wir den immer in einer Hand hinwerfen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit ihr mich besser sehen. Also, den Ball werden wir hier so hochwerfen. Und ohne auf den Ball zu gucken, ja, werfen wir die beiden Bälle in jeder Hand einmal hoch. Okay, vielleicht auch gleichzeitig. Erstmal nicht so hoch. Ne? Jedes Mal, wenn man den hinfallen lässt, muss man sich ja bücken. Und deswegen, ich bin ja faul, nimmt man sich einen Tisch, stellt sich den hier hin. Den könnt ihr jetzt nicht sehen. Ne? Also, Tisch und den dahin. Und man macht das am Tisch. Ja? Dass ich da werfe, falls man den mal verliert. Muss man sich nicht mehr so viel bicken. So, das haben wir jetzt schon prima gemacht. Jetzt kommt der zweite Teil der Jonglierübung. Ich werfe den so ein bisschen schräg nach da oben. Und ja, ich mache erstmal nur mit einem. Also schräg rüber in die andere Hand. Hopp, hopp. Und auch da gucken wir nicht auf den Ball, sondern gucken nach geradeaus. Okay? Ich will euch nach geradeaus gucken sehen. Guckt in die Kamera. Ihr macht das nämlich gleich per Video nach und schickt mir das, damit ich das dann kontrollieren kann. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt machen wir das mit zwei Bällen. Ja, okay, super. Wenn wir das geschafft haben, dann kommen drei Bälle. Zwei in einer Hand. Ich nehme mal hier den gelben, kann man gut sehen. Ne? Okay, den gelben nehme ich hier in die Hand, hier unten und da bleibt der erstmal. Okay, das heißt, ich werfe da hoch und fange den. Ups. Fang den Ball, werf hoch, hoch und fang den schon wieder nicht. Ich kann das nämlich auch nicht. Also ich habe es heute zum ersten Mal im Internet gesehen und deswegen machen wir das jetzt genauso vor. Also man kann auch mal was nicht können, aber ich bin gespannt, wie euer Video wird und ob das nachher besser aussieht als bei mir. Hochwerfen, hochwerfen, fangen. Der gelbe bleibt hier. Hochwerfen, hochwerfen, fangen. Wenn wir das geschafft haben, dann kommt der nächste Teil. Hochwerfen, hochwerfen, hochwerfen. Ups, war schon fast geschafft. Ne? Hoch, 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 hoch. Das müsst ihr nachmachen. Also, wie viel habe ich geschafft? Vier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Okay, fünf. Ihr müsst fünf machen. Ein Versuch noch. Vielleicht schaffe ich sechs. Ein Versuch. Achtung. Und eins, zwei, drei. Nee, das war nichts. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, einen habe ich geschafft.